Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem kleinen, aber feinen Video. Ich habe gedacht, ich mache ein kurzes Video einfach für euch von dieser Location, in der ich hier meine Hochzeit feiere. Und jetzt ist meine Mama gerade gegangen, jetzt bin ich einen kleinen Moment, wo ich hier ganz alleine bin. Das Wetter ist schön, es ist einfach so schön und ich fand den Hintergrund auch so cool. Deswegen habe ich gedacht, jetzt filme ich mal ganz schnell für euch. Das wird ein sehr simples Video, sehr kurzes Video. Ich will euch einfach nur einen kleinen Einblick geben. Und ich glaube, dass ich das nicht so schön kann, wenn ich irgendwie während der Feier filme oder so oder bei den weiteren Vorbereitungen. Es wird tendenziell nämlich eher nur noch stressiger als entspannter. Und deswegen, ja, zeige ich euch das jetzt mal. Also, man kommt dort auf das Gelände. Dort. Und ja, hier ist so ein bisschen Grünzeug. Ich kann mal ein bisschen hier vorne hingehen. Das ist ein Vereinsheim hier. Aber wie ich finde, ganz cool. Da hat mein Papa schon einen Plan vorgemacht, dass es ein bisschen geschützter ist. Genau, da vorne, da seht ihr das, da ist so, so eine Erhebung. Da kommt Dosenwerfen drauf, habe ich schon rosa angesprüht und so weiter. Wir haben für Outdoor auch noch hier eine Tischtennisplatte. Hier hinter ist das Neptunbad, das Neptunbecken, Wasser, was auch immer. Da wird noch was aufgehängt. Hier wird, da ist so ein Baum, da hinter mir, da. Von da, darüber, dahin, da, will ich gleich eine Wäscheleine spannen. Mal gucken, wie gut das klappt, weil ich da so ein bisschen fototechnisch was machen will. Und auf dieser Fläche hier, da kommt gleich noch eine Sitzecke hin. Vielleicht kann ich euch hier auch so ein paar Fotos einblenden. Ich hoffe, dass ich hier vielleicht euch ein Foto einblende. Wenn nicht, sorry an dieser Stelle. Ich hoffe, dass ich nachher dran denke, wenn die steht, dass ich dann das fotografiere. Genau. Und dann gehen wir quasi hier hoch. Da steht auch nochmal Schwimmclub Neptun, Cuxhaven. Da kann man sitzen. Da ist auch die Grillecke. Ich kann nicht so gut rückwärts laufen. Da ist auch die Grillecke. Da hinten ist ein normaler Holzkohlegrill. Hier ist auch noch ein Gasgrill. Safety first, ne? Wenn es regnet oder abends noch einer will, dann ist das ganz cool. Also eine Wurst will oder ein Fleisch, dass man noch einen Gasgrill hat, den man schnell anmachen kann. Hier haben wir einen Tisch, wo dann das fertige Grillzeug alles drauf kann. Hier kann man, wie gesagt, draußen auch sitzen. Wir müssen ein bisschen auch draußen eindecken, aber das ist nicht schlimm. Hier draußen haben wir, ups, mein Finger im Bild, haben wir zwei Sitzgruppen aufgebaut. Schon so ein bisschen für die spätere Stunde, dass man ja, ein bisschen feiern kann hier draußen. Ich weiß, das sieht alles sehr rustikal aus. Ein bisschen Deko kommt hier draußen noch hin, aber nicht super viel. Und hier hinten in der Ecke, hier ist dann die Tanzfläche. Ich glaube, das ist genug Platz. Da ganz hinten war ich gerade, also ist ja genug Platz. Mir gehört hier oben auch, kann man das sehen? Oh, weiß ich gar nicht. Wartet. Ich versuche mal so. Da ist so eine Leuchte, die sich so dreht und die so buntes Partylicht macht und so. Hier hat er überall ein bisschen was aufgehängt. Da oben die Spots sind auch bunt. Da über dem Tisch hängt auch so eine kleine bunte Lichterkette. Genau, jetzt gehen wir mal rein. Dafür drehe ich die Kamera für euch mal eben. Es sieht noch ein bisschen wild aus. Bitte nicht, nichts dazu sagen. Also diese Deko hier wollen wir noch abhängen und vermutlich auch dieses, das packe ich dann dahinter einen Vorhang oder so, dass wir das ein bisschen nett dekorieren können. Hier sondern ein bisschen Lichterketten hin und ein bisschen ja, Deko. Hier kommt das Buffet komplett hin. Das hier, alles muss Mirko noch wegräumen. Die werden wir noch irgendwo hinstellen. Getränke sind schon da. Sekt und Astra und O-Saft, oh, alkoholfreier Sekt und Bags, verschiedene Sorten, Wasser und Cola, Hartgas haben wir drin. Genau, da hat meine Mama schon so eine Kiste hingestellt. Da haben wir die ganzen Teller schon mal hingestellt, um zu gucken, okay, passt das alles so mit dem Platz? Hier kommen noch ein paar Schüsseln, die Leute mitbringen. Und ja, das haben wir so geplant. Hier geht es zum Klo. Das will ich gleich nochmal ein bisschen hübsch machen, ein bisschen, was nicht ganz so hässlich ist. Genau, dann kommen wir hier rein. Hier wird die Fotoecke sein, hier im Eingangsbereich. Da muss ich auch nochmal gucken, dass ich das vielleicht ein bisschen hübscher hier mache. Und da habe ich so ein kleines Accessoire. Das ist total fancy, wie ich finde. Und habe hier auch so einen Reifen gemacht. Das Problem ist, dass meine Deko davon schon echt teilweise abfällt. Aber schaut mal, wie schön der ist. Ich finde den super gut. Habe ich Gold angesprüht und ja, ein bisschen künstliche Blume drauf geklebt. Da habe ich auch noch so einen Bilderrahmen, den habe ich Gold angesprüht. Hab da auch noch diese Kiste von meinem Junggesellenabschied. Da habe ich noch irgendwas mit vor. Ich weiß aber noch nicht so genau was. Genau, das wird hier in diesem Bereich sein. Habe bisher aber so zum Verkleiden irgendwie nur dieses und dieses. Vielleicht bringe ich noch ein, zwei andere Accessoires mit. Genau, und hier haben wir schon ein bisschen geschmückt.
Es ist natürlich dieses hässliche Holz mit Blau überall. Aber ich habe auch keine Lust, das komplett irgendwie verschwinden zu lassen. Es ist halt so, es ist ein bisschen rustikal und dann ist es okay. Wir haben jetzt hier bei den Tischen, haben wir uns dafür entschieden, dass wir, also wir haben schon eingedeckt, wie ihr seht. Hier haben wir Just Married Servietten. Das haben wir gestaltet. Das ist so das Design auch von unserer Einladung und von allem. Dann haben wir so kleine Herzperlen und so kleine Herzen und so auf den Tischen. Und haben hier, das ist quasi die Tischdeko im Moment. Das habe ich mit diesen Staffeleien gemacht. Die hatte ich euch ja neulich gezeigt. Das sind die Tischnummern. Hier sind Kerzen. Also könnte alles ein bisschen schöner sein, aber geht auch hässlicher. Und hier kommen die Blumen rein. Die hole ich aber morgen früh erst ab bei der Floristin. Genau. Das ist das. Da sind die ganzen Bilder von den ganzen Schwimmsachen. Die wollte ich erst abnehmen, aber das lasse ich alles dran. Da habe ich keinen Bock drauf. Das da vorne habe ich allerdings ein bisschen verkleidet. Das ist eine Vitrine, die komplett voll mit Pokalen war. Das sah halt einfach nicht schön aus. Und ich habe gedacht, so ist es zumindest ein bisschen schöner. Und das hier wird halt auch der Brauttisch sozusagen, wo wir mit unseren Kindern sitzen. Und deswegen, ja, passt das da ganz gut hin. Jetzt habe ich gerade eben nochmal so einen Luftballon, so eine Birne, Pflaume. Wie heißt das denn? Naja, sowas auf jeden Fall gemacht. Das muss ich vielleicht hier nochmal ein bisschen schöner verstecken. Vielleicht aber auch nicht. Ich gucke nochmal. Und ja, das habe ich hier extra hingemacht an dieser Stelle, damit hier keiner durchläuft. Weil ich Angst habe, dass man hier dieses Tuch runterreißt und dann alles, was da drauf steht. Das, naja, hier habe ich auf jeden Fall die gebastelten Sachen alles schon. Hier liegen noch ein paar Bonbons rum. Hier ist die Luftballonfabrik. Ja, hier habe ich alles schon eingedeckt. Aber wie ihr seht, hier liegen überall noch Sachen rum. Da hinten kann man auch überall sitzen. Auch da hinten in der Ecke. Das haben wir auch ein bisschen verkleidet. Das ist jetzt nicht so super schick. Also das könnte man da noch mal ein bisschen schicker machen. Da war halt das Papier alle. Aber mal gucken, vielleicht mache ich da noch irgendwas und es ist auf jeden Fall besser als nichts. Was finde ich am schönsten ist und was mir auch am wichtigsten war, ist die Candy Bar. Also man ignoriere diesen hässlichen Hintergrund, ne? Aber das finde ich am schönsten. Ich habe da dieses Candy Bar, das hatte ich ja gebastelt. Da oben so eine Wimpelkette, die hatten wir beim Standesamt auch hinten im Kofferraum beim Sektempfang. Und da baue ich dann das alles auf. Ich habe schon mal angefangen. Wie man vielleicht sieht, ich habe schon die Behälter hier stehen und Lollis und Co. Ein bisschen Deko schon. Also das ist eigentlich ganz, ganz schick schon. Ich habe da hinten Chips und Co. und hier die ganzen Süßigkeiten in den Tüten. Und ich wollte gleich mal anfangen, dass ich die schon mal grob den Behältern zusortiere, dass die morgen einfach nur noch reingekippt werden müssen und dann ist gut. Ja. Ja, und mehr kann ich euch an dieser Stelle leider noch gar nicht zeigen. Mehr haben wir nämlich noch nicht und ich muss jetzt noch fleißig sein, weil meine Gang gleich kommt mit Kindern und das wird vielleicht super anstrengend, wenn die alle hier sind. Und ich muss noch ein bisschen was schaffen, deswegen mache ich jetzt erstmal weiter. Vielleicht kriegt ihr noch ein paar Fotos zu sehen oder wenn das alles richtig fertig ist, mache ich noch ein kurzes Video. Aber ich hoffe, euch hat dieser Einblick auf jeden Fall schon mal gefallen und ja, wünsche mir Glück, dass alles klappt. Toi, toi, toi.